Frankfurt am Main. Die Wahlheimat von Laura Karasek. Eine wahre Sehnsuchtsstadt für die 38-Jährige, denn hier fand sie ihr Familienglück. Nach ihrem Jurastudium in Berlin zog sie in die Main-Metropole. Mitten im Finanzzentrum bekam sie ihren ersten Job als Wirtschaftsanwältin. 6 Jahre lang vertrat sie hochkarätige Klienten. Unweit der Wolkenkratzer liegt das Amtsgericht Frankfurt am Main, damals sozusagen ihr zweites Zuhause. Mich hat die Zeit in der Kanzlei total geprägt. Ich war da so ein bisschen auch eine Exotin. Für mich war das auch ein bisschen wie auf Safari, weil ich halt aus so einem Künstlerhaushalt komme. Und das war für mich ein Experiment, auch zu sehen, kann ich mich da durchbeißen, kann ich mich da behaupten. Weil das ist natürlich auch ein Haifischbecken. Laura ist als Anwältin in ihrer Familie eher eine Außenseiterin. Die Karaseks sind erfolgreiche Schriftsteller, Journalisten, Regisseure. Ihr Cousin ist Sänger der französischen Indie-Pop-Band Phoenix und mit Sofia Coppola verheiratet. Aber Musik war auch schon immer Lauras wahre Leidenschaft. Hier an der Alten Oper Frankfurt erinnert sie sich sehnsuchtsvoll an ihre erste Begegnung mit der Klassik. Ich liebe klassische Musik. Mich berührt das total. Also ich bin schon als Kind gerne mit meinem Vater in die Oper gegangen, weil meine Mutter hasst die Oper und hat gesagt, ich höre mir das Gejaule nicht an. Und mein Vater hat mich als Vierjährige mitgenommen zu den Salzburger Festspielen und seitdem war mein Herz entflammt für klassische Musik. Noch während ihrer Anwaltszeit fängt Laura Karasek ebenfalls an zu schreiben. Ein Roman über die Gefühlswelten moderner junger Frauen. Ein Volltreffer. Im Literaturhaus Frankfurt war sie zum ersten Mal mit ihrem Vater, um ihr Buch vorzustellen. Das war vor 8 Jahren. Wenn ich in diesem Raum hier bin, hier sind ganz viele Bücher ja an den Wänden. Das Schlafzimmer meiner Eltern, in dem Schlafzimmer meiner Eltern waren 20.000 Bücher. Also die haben, es gab keinen Millimeter freier Wand. Die haben wirklich in einem Büchermeer geschlafen. Und ich bin natürlich mit Büchern groß geworden. Was mich auch manchmal genervt hat, weil meine Mutter mir mit 14 immer auf den Nachttisch Effi Briest geknallt hat und Kafka. Und ich habe dadurch richtig in der Pubertät natürlich trotzig, wie man ist, auch so eine Aversion gegen Bücher entwickelt. Und habe gedacht, ah, was nervt ihr mich mit Büchern? Ich möchte lieber Jungs treffen und in die Tanzstunde und Kleiner Feigling saufen. 2015 ist ein Schicksalsjahr für Laura Karasek. Im Sommer bringt sie viel zu früh ihre Zwillinge zur Welt, liegt mit den Säuglingen auf der Intensivstation, als sie erfährt, dass ihr Vater an Krebs erkrankt ist. Helmut Karasek stirbt im September mit 81 Jahren. Dadurch, dass er so ein wichtiger Einfluss für mich war und so ein Ratgeber, hat das mein komplettes Leben. Also ich habe dadurch den Job in der Kanzlei geschmissen und habe gesagt, so, ich muss jetzt noch mal was anderes machen. Laura Karasek verarbeitet den Abschiedsprozess anders. Sie schreibt darüber, redet mit ihrem Vater in Gedanken. Für sie ist das mehr, als an seinem Grab zu stehen. Ich habe das Grab meines Vaters noch nicht besucht in Hamburg. Nee, weil immer, wenn ich in Hamburg bin, rede ich mit meiner Mutter drüber und denke dann so, ich schaffe das irgendwie nicht. Ich denke immer noch, er kommt jetzt wieder. Ich höre ihn noch, also ich höre seine Stimme noch, ich weiß noch, wie er sich, sein Haar war so weich und ich weiß genau, was für einen Duft er hatte und ich höre sein rollendes Laura und so. Also er ist mir noch so präsent. Das ist mir zu morbid. Also nee, das ist mir dann zu real. Laura Karasek polarisiert gern. In ihren Zeitungskolumnen schreibt sie über Sex, Tabus und den alltäglichen Wahnsinn. 2019 kommt das Fernsehen hinzu. Hier im legendären Frankfurter Club Le Panthère startet ihre vielsagende Talkshow Zart am Limit. Ihre Botschaften sind deutlich. Es gibt eben einen neuen Feminismus, dass man sagt, nein, ich mache mir auch was aus mir selber, ich mache mir auch was aus meinen Looks und ich darf als Frau selber entscheiden, wie ich aussehe. Und wenn ich einen Minirock anziehen möchte, dann mache ich das, weil ich mich darin irgendwie sexy und gut fühle. Und deswegen bin ich aber noch lange keine Schmuckdesignerin, die eine Dirndl-Kollektion hat, sondern ich kann vielleicht trotzdem Rechtsanwältin sein oder Ärztin oder Pilotin. Sie hat ihn noch, ihren anwaltlichen Gerechtigkeitssinn, und schlägt sich in ihrem Engagement auf die Seite der Ausgegrenzten und Benachteiligten. Und das gelingt ihr mit Scharfsinn und viel Herz.